Packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen: Draxler Haustechnik Willisal, Brack, besser online einkaufen. Stutzbau bietet Lehrstellen. Raiffeisen. Swiss Helikopter, Ihre kompetenten Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehrmilchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen NAFMILCH AG. MSV Flor Unterlagsböden St. Erhard, da drauf stemmen. Sensiert, Ringer und Porträtier. Die wöchentliche Serie exklusiv auf Telenav Tele Zentralschweiz. Heute mit dem Dorian Hutter für Rieseren und dem Timo Zeder für Willisal. Timo Zeder, von wo kommst du? Ich bin von Grosswangen, wie ein paar meiner Mannschaftskollegen auch. Genau, ursprünglich vom Nationalturnen, auch ins Ringen gekommen. Wie zum Beispiel der Reichmuth Stiefi oder der Reichmuth Andi. Genau. Ein Haufen von Grosswangen. Genau, das ist so. Es ist auch schön, dass wir da so ein bisschen Grüppi sind. Ja, eben, das ergibt sich durch das Nationalturnen, hat sich das ergeben. Durch Roger Bösch, der ein bisschen unser Ziehvater war, und vor allem durch Reichmuth Stiefi natürlich. Wie alt bist du? Ich bin 23. Beruf? Beruf, ich bin momentan am Studieren als Bauingenieur. Ich habe Kante gemacht in Willisau, nach der verkürzten Lehre gemacht als Bauzeichner. Aber mit diesem Beruf, das hat man ja eher im Kopf als in den Armen. Ja, das ist so, aber es hat auch im Ringen sehr viel mit dem Kopf zu, zum Glück. Und dann kann ich das gerade kombinieren. Hobby? Hobby ist neben dem Ringen allgemein Sport, also Joggen, Skifahren, auch Musik. Ich spiele sehr gerne Schlagzeug, auch in einem Musikverein, zu Grosswangen. Ja, so ein bisschen Sport und Musik allgemein. Bei welcher Situation hast du gedacht, Grosswangen, jetzt will ich auch zu den Willisauer Ringen? Ich weiss es eigentlich noch ziemlich genau. Das war im Finale 2006, wo mich mal der Reichmuth Stiefi mitgenommen hat, an so einen Match zu schauen. Und ich war von dieser ganzen Kulisse da einfach beeindruckt, von diesen Zuschauern. Ja, es ist einfach in mir ein Feuer entfacht und da habe ich gesagt, mal, will ich selber auch erleben. Was sind deine Stärken? Meine Stärken sind sicher Ausdauer allgemein, nicht nur im Sport, auch im Beruf. Fleiss, Kondition, ja. Was trainierst du gerade besonders? Also, wo möchtest du noch besser werden? Ich sicher jetzt gerade aufs Ringen bezogen die verschiedenen Beinangriff-Varianten. Also sprich, ich möchte gerne noch schneller werden, variantenreicher, ja, genau. Was findest du am Ringen toll? Ich finde es toll, dass es sehr vielseitig ist. Also das heisst Technik, Kraft, Kondition. Es braucht alles, es braucht nicht nur etwas. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert. Das ist eher ein bisschen schwierig manchmal. Für mich persönlich die technischen Sachen umzusetzen, nachher dann im Wettkampf, wo ich auch am grössten Problem selber noch habe. Im Training klappt sehr viel schon gut, aber das dann nachher noch vor Zuschauern und alles auf die Matte zu bringen, das denke ich die grösste Schwierigkeit. Ja. Was sind deine grössten Erfolge? Es sind sicher mehrere Einzel-Schweizermeister, also Schweizermeistertitel mit der Mannschaft, sowie EM-Teilnahme, ja, noch als Junior, genau. Und Ziel? Das Ziel ist sicher, Meister zu werden wieder mit der Mannschaft und noch den einen oder anderen Aktivtitel im Einzelschweizermeisterschaften zu gewinnen. Ja. Was denkst du, was sagen so die Leute über dich oder was meinst du selber von dir? Was ist so ein bisschen, der Timo Zeder, der ist? Der ist sicher ausdauernd, der geht nicht gerade auf, der kämpft bis zum Schluss. Ja, das sind so ein bisschen die Eigenschaften, die mich auszeichnen, glaube ich. Super, danke vielmals. Ringer, Wander, Bier. Dorian Hutter, von wo kommst du? Ich komme vom Untlegen. Das ist gerade der Nachbardorf von Kriesseren. Wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt. Der Beruf? Ich bin im zweiten Lehrjahr als Zimmermann.
Musst du da viel Training, also Krafttraining aus Zimmer machen? Ja, ist ab und zu so streng. Berg rumlaufen und ja, bauen und Zeug machen, ja. Hobby? Ja, mein Haupthobby ist ein zu ringen und ein zweites Hobby ist meine Freundin. Wie lange hast du sie schon? Bald ein Jahr. Ja, gut, dann musst du dich auch ein bisschen darum kümmern. Ja. Bei welcher Situation hast du gemerkt, jetzt will ich Ringer? Als ich dann zu der grossen Aktivtraining kam, habe ich dann schon gemerkt, ja, jetzt wird es ein bisschen ernst, jetzt muss ich dranbleiben und ich will jetzt so dranbleiben. Darum bleibe ich jetzt so dran. Was sind deine Stärken, dass du dranbleiben kannst? Ich sicher das Mentale und das Umgebung, Kollegen unterstützen mich immer. Das Geschäft unterstützt mich auch ein bisschen. Ja, Familie, alles trägt dazu bei, dass ich weiter ringen kann. Kannst du auch 100% Lehrling sein? Oder das Ringen braucht ja recht viel Zeit auch noch, gell? Ja, ab und zu ist es streng in der Lehre und dann muss ich halt einmal ein Training auslassen. Aber ich schaue, dass ich so viel wie möglich kann. Was trainierst du gerade? Das ist gerade das Stichwort, ja? Ja, ich trainiere sehr viel Boden und am Stand muss ich auch noch ein bisschen Technik ein bisschen üben. Aber meistens viel Boden. Was findest du am Ringen toll? Ja, Kollegen. Das Umfeld. Ja, stehen alle ein zu den Ringen, das Dorf, alles ein bisschen. Weiser, he? Was ist eher manchmal ein bisschen schwierig? Ja, schwierig ist halt immer, den Überblick zu haben zwischen der Lehre und Ringen und alles. Ein bisschen unter einen Hut zu bringen, aber sonst ist alles. Es geht super, ja. Du bist noch jung, was sind deine grössten Erfolge? Ja, sicher die zwei Schweizer Meistertitel, die ich dieses Jahr konnte holen. Und in einem internationalen Turnier noch dritte geworden dieses Jahr. Ja, was sind für Ziele? Was willst du erreichen? Ja, sicher noch einmal Schweizer Meister mit der Ringerschaft Kriessera. Und ja, Einzelschweizer Meister. Im Nationalkader würde ich gerne beitreten. Ja, sind da, wo ich jetzt gerade dran bin, am meisten Ringen. Ja, der Dorian, was ist denn so das Besondere an dir? Was denkst du, dass sagen Kollegen nicht dabei kommen? Oder was bist du für einen? Ja, ein lustiger eher. Was ab und zu ein bisschen ernst nimmt, aber auch ein bisschen lustig. Ja. Ja, immer dran sein, oder? Und Erfahrung sammeln. Ja. Ein bisschen mental stärken, meine Kollegen. Tue ich auch gerne. Wenn ich vielleicht selber nicht besser bin, ab und zu. Ja, ja. Das ist wichtig. Danke vielmals. Super. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert: Draxler Haustechnik Willisal, Rack, besser online einkaufen, Stutzbau bietet Lehrstellen. Raiffeisen. Swiss Helikopter, Ihre kompetenten Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehrmilchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen NAFMilch AG. MSV Flor Unterlagsböden St. Erhard, da drauf stehen wir.